Fahr nicht fort, kauf im Ort. So heißt eine Vonsdorfer Initiative, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Gastronomen und Wirtschaftsbetriebe der Region zu unterstützen. In diesem Zusammenhang haben wir uns bereits vergangene Woche mit Tourismusvorsitzenden Direktor Rudi Fussi unterhalten. Diesmal waren wir bei den Wirtschaftstreibenden und Gastronomen von Vonsdorf selbst vor Ort. Herr Berscher, Covid hat uns alle betroffen, auch Sie. Wie sind Sie mit der Situation in den letzten Monaten umgegangen? Wir haben versucht, uns neu aufzustellen, haben einen Abholservice und einen Lieferservice gegründet. Das heißt, wir haben unsere Mitarbeiter eingesetzt und haben eigentlich den Kunden direkt zu Hause beliefert mit köstlichen Essen und haben eigentlich eine super Resonanz kriegt, dass das sehr gut angenommen worden ist. Sie haben jetzt seit kurzem wieder geöffnet. Wie wurde das angenommen? Sind die Leute gekommen oder sind die noch etwas verhalten? Der Start war bombastisch, das heißt Freitag und Samstag waren Menge Leute da, dann hat es ziemlich abgeschwächt. Also momentan ist es so, dass es stagniert und langsam steigt. Man muss in die Gästen die Angst nehmen. Jeder Gast, wo es reinkommt, weiß nicht, muss er einen Tisch reservieren, muss er keinen reservieren, muss er die Masken aufsetzen, kann er sich frei bewegen. Wenn er mal drin ist und da war, dann kapiert er das eh, dass eigentlich die Gemütlichkeit und das Essen und Getränk und einfach, dass man Gast verwöhnen können, in Vordergrund steht. Sie sind ja nicht nur Gastronomen, sondern auch Beherberger. Wie ist da die Buchungslage? Gibt es da auch schon Entspannung? Keine Entspannung. Wir haben vor Corona haben wir eine Auslastung von April bis September von 72% gehabt. Durch Corona haben wir jetzt eine Auslastung von 2%. Also wir haben Monate gehabt, da haben wir jeden Tag 20 Stornierungen gehabt. Wir sind schon früh frustriert eigentlich vor dem Computer gesessen, weil Stornierung einer geflossen ist. Natürlich auch verständlich für die Gäste. Also der Appell an die Gäste, sie können herkommen zum Berschler, für Sicherheitsmaßnahmen ist gesorgt und auch das Lieferservice wird nach wie vor angeboten. Selbstverständlich, sehr gerne. Abholung und Lieferservice, ganz normal. Und auch die Urlauber, die Gäste dürfen am Freitag, am 29. wieder bei uns sein. Gerne. Ja, also wir haben jetzt insgesamt 9 Wochen zugehabt. Das war für uns sehr schwer. Am Anfang war es natürlich ganz außergewöhnlich, weil wir haben normal immer offen. Und auf einmal war alles leer, keine Leute waren da. Es war sehr traurig für uns. Und wir haben uns erst einmal mit der ganzen Situation auseinandersetzen müssen und wie wir da halt weiter tun. Wir haben dann langsam natürlich immer geschaut, wie wir jetzt weitergehen und dann haben wir schon sehr auf den 15. Mai hingearbeitet und hingekauft und hingewartet. Wir waren sehr motiviert und haben uns einfach riesig gefreut, dass wir endlich wieder starten haben können nach so einer langen, schwierigen Zeit. Und wie war da die Resonanz? Sind viele Leute schon da gewesen oder waren es noch verhalten? Merkt man, sind die Leute noch etwas ängstlich? Ja, sie sind schon noch sehr ängstlich. Also wir waren halt so positiv und so motiviert. Wir haben uns irgendwie gedacht, es wird gleich voll wieder losgehen. Dem war leider nicht so. Also man merkt schon, dass die Leute noch ein bisschen Angst haben. Aber wir geben einfach unser Bestes. Wir haben immer die Masken auf. Wir haben das volle Hygieneprogramm. Ich meine, das haben wir vorher auch schon gehabt. Aber wir schauen natürlich jetzt noch mehr drauf. Und man merkt, dass sie jetzt schon mehr kommen und wir freuen uns natürlich über alle Gäste und wenn wir die Stammgäste wiedersehen und so, das ist natürlich ganz eine schöne Zeit dann. Ihr seid jetzt nicht nur Gastronomen, sondern auch Beherberger. Wie hat sich da die Situation entwickelt, beziehungsweise wie wird es, glaubst du, weitergehen? Also die Situation bei den Zimmern war ganz die gleiche wie auch im Restaurant, gell, dass wir am Anfang komplett zugesperrt haben. Wir dürfen jetzt mit Freitag endlich wieder aufsperren und freuen uns schon, unsere ersten Urlaubsgäste jetzt begrüßen zu können über Pfingsten. Wobei man sagen muss, dass die Buchungslage noch sehr zaghaft ist. Also man merkt schon, dass die Gäste noch zurückhaltend sind. Es gibt viele Anfragen, aber direkte Buchungen, die lassen halt noch auf sich warten. Gell. Und auch im Gastrobereich und im Beherbergungsbereich das volle Angebot. Genau, das gleiche Angebot wie vorher. Und unser Vorteil ist vielleicht auch, dass wir schon weitläufig angelegt sind, dass wir wirklich Platz genug haben, Abstände einhalten können und unser gleiches Angebot wie vorher anbieten können den Gästen. Und wir befinden uns jetzt hier bei Domino. Ihr habt ja seit Mitte April wieder geöffnet. Wie waren die ersten Wochen? Ja, einmal hallo. Liebe Grüße von Domino Topmode aus Vonsdorf. Unser Thema war, wir haben gleich nach Ostern aufsperren dürfen.
waren natürlich voller Euphorie. Das Thema dann war aber durch die Politik die Übermittlung im Fernsehen, dass jeder zu Hause bleiben soll und nicht in die Öffentlichkeit gehen soll. Und wir sind natürlich die ersten 14 Tage jetzt einmal wirklich ohne einzigen Kunden im Geschäft gestanden. Und das hat natürlich sehr an uns gezerrt. Aber wir sehen, es muss ja weitergehen. Ihr habt schon frühlingshafte und sommerliche Mode im Geschäft. Die Mode hat sich ja auch der Situation angepasst. Ja, genau richtig. Durch das viele Homeoffice-Arbeit ist natürlich jetzt jeder Kunde gewohnt gewesen, zu Hause sehr bequem in Joggingpants. Und auf das haben wir natürlich reagiert. Und unsere Mode ist jetzt sommerlich leicht, aber in Form von Joggingpants in edlen Variationen. Und wir hoffen halt, dass die Kunden jetzt doch wieder Lust kriegen, in ein Stückchen Normalität zu gehen und bei uns die schönen Sachen zu probieren, anzugreifen und freuen uns natürlich, wenn die Kunden wieder zu uns kommen. Ja, wir haben eben 15. April geöffnet. Es war eine schwere Zeit, einmal das Monat nicht offen zu halten. Und danach haben wir ganz langsam gestartet, in Ruhe. Aber unsere Kunden sind uns sehr treu. Dafür möchten wir uns natürlich auch bedanken. Die Fonsdorfer kommen zu uns wieder und besuchen uns. Man sieht, es blüht in Ihrem Geschäft. Das macht ja richtig Lust auf Frühjahr und auf den Sommer. Natürlich die Frühjahrsbepflanzungen, das Gemüse, Salat, das ist heuer natürlich absoluter Renner, weil jeder wird Heimwerker, wenn er zu Hause ist, wenn er Zeit hat. Man merkt, was eigentlich im eigenen Garten ist, wie schön man es zu Hause gestalten kann. Man muss nicht immer weit weg, man kann wirklich zu Hause leben, wohnen und genießen. Zuerst möchte ich einmal sagen, wie ich Mitte April aufgesperrt habe, war das für mich eine sehr traurige Zeit, weil 14 Tage lang habe ich nur rausgeschaut, ist kein einziger Mensch draußen auf der Straße gegangen. Wir waren ziemlich alleine da im Ort. Dann bin ich rausgegangen, habe mit den Leuten geredet, die haben natürlich Angst gehabt von der Maske, haben gesagt, so möchten sie überhaupt nicht einkaufen gehen. Mit meiner Muttertagswoche, wo ich dann eine tolle Aktion gemacht habe, habe ich gesehen, okay, wenn man die Leute ordentlich desinfiziert, sich mit ihnen abgibt, sie kommen wieder. Meine Stammkunden, das möchte ich sowieso betonen, die sind Gott sei Dank fast alle gekommen. Zweite Reaktion in den kommenden Wochen? Ja, ich muss natürlich jetzt, wenn Sie jetzt in meinem Geschäft schauen, es ist die volle Ladung von der Sommerkollektion da. Ich habe nicht einmal einen Kleiderhaken frei. Ich mache weiterhin tolle Aktionen für die Kunden. Es hat sich vorher schon abgezeichnet, es waren schon Ende Februar, Anfang März viele Stornierungen. Man merkt, die Gäste sind verunsichert. Ja, und somit ist uns auch nichts anderes übrig geblieben, als wir am 15.03. komplett zu schließen. Aber wir merken, die ersten Gäste sind ja schon wieder da. Ihr startet voll durch, ihr bietet euren Gästen komplette Service und viele Angebote. Ja, Gott sei Dank ist Verlass auf unsere Stammgäste. Die haben uns dann schon mit dem ersten Tag von unserem Café wieder unterstützt, haben wieder Freude gehabt, dass sie in ein Kaffeehaus gehen können. Und ich sage immer, es ist wieder eine positive Seite auch von uns. Man hat wieder einen neuen Blickwinkel. Ich bin wieder viele neue Ideen raufgekommen. So wie jetzt haben wir verlängerte Frühstückszeiten. Also Montag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 9 Uhr ist wie gewohnt unser großes Buffet zur Verfügung. Und für alle Langschläfer haben wir dann von 9 bis 11 Uhr unsere Frühstückskarte im Café. Und auch am Wochenende und feiertags, wo man bis 11 Uhr schlemmen kann. Und ja, es ist wieder ein neuer Weg und da ist die Anfrage sehr gut, Gott sei Dank. Und für alle Sportlichen ist eben nicht nur für unsere Hausgäste, sondern für die gesamte Bevölkerung, für die ganze Urlaubsregion, haben wir neu unsere E-Bike-Box. Das heißt, jeder kann sich ganz normal bei uns anrufen oder auch online sein E-Bike mieten. Er kommt her, wir sperren auf und er kann die gesamte Region wunderbar mit dem E-Bike erkunden und sich dann auch natürlich bei uns noch kulinarisch ein bisschen stärken. Für uns war es wirklich eine schwere Situation. Wir haben die Therme aus gesundheitlichem Schutz von unseren Gästen und Mitarbeitern von einem Tag auf den anderen geschlossen. Ja, und dann ist es losgegangen mit der Planung. Wie geht es weiter? Was machen wir mit den Mitarbeitern?
Die sind dann alle in Kurzarbeit gegangen. Wir haben uns ein Konzept überlegt, wie es mit der Wiedereröffnung ausschaut. Und da war die Planung dann im Vordergrund. Wir sehen ja, im Hintergrund wird da eifrig gehandwerkt noch. Sie haben die Zeit genutzt, um ein paar Adaptierungsarbeiten hier in der Therme vornehmen zu lassen. Wir haben jetzt Arbeiten ausgebessert oder im Vordergrund gezogen, was ein bisschen länger gedauert hätten. Und dafür sind wir jetzt das ganze Jahr dann wieder offen. Jetzt bestens gerüstet, am 29. Mai ist der Start. Was erwartet die Thermenbesucherinnen und Besucher? Wir probieren die Gäste, was wir reinlassen dürfen. Das Gesetz sieht ja vor, dass wir eine Beschränkung vornehmen müssen. Das werden ungefähr bei 200 Gästen, wird sich das bewegen. Wir wollen die Gäste, die dann kommen, hervorragend bewirten mit unserer Gastfreundschaft, mit unserer Kulinarik, mit unserem warmen Wasser. Es wird Platz genug sein und das wird im Vordergrund stehen. Herr Direktor Fussi, Sie haben uns ja heute begleitet auf unserer Tour durch Vonsdorf. Wir haben die Situation erkundet und wir haben uns informiert. Die Initiative Fahr nicht fort, Kauf im Ort ist eine Initiative vom Tourismusverband Vonsdorf. Ja, wir sind natürlich auch gerne mit dabei gewesen und haben unsere Betriebe in diesem Bereich voller Stolz unterstützt, weil es ist jetzt wichtig, nach dieser ganzen Krisenzeit, dass wir die Bevölkerung, unsere eigene Gäste, die wir hier haben, die Familien, auch dazu bringen, wieder rauszugehen, Hygienemaßnahmen natürlich, den 1 Meter Abstand und so weiter einzuhalten, aber die Wirtschaft braucht jetzt auch diese Unterstützung und darum kann ich bitten, 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 seid so nett, geht raus, unterhaltet euch gut, wir haben eine tolle Gastronomie, Kulinarik, schöne Ausflugsziele, guten Handel und Gewerbe, alles was die EBUs betrifft, das haben wir alles hier in Vonsdorf. Mein Aufruf an die Bevölkerung, gerade jetzt brauchen wir genau diese Unterstützung, die sie auch dann eingehalten haben, dass man nicht rausgeht, dass man die Sozialkontakte abbricht. Jetzt brauchen wir sie wieder ganz dringend. Die Wirtschaft ist bereit, die Geschäfte sind offen. Kommen Sie, besuchen Sie die Therme, Handel, Gewerbe, unsere Gastronomie, die hervorragend arbeitet. Jetzt brauchen wir sie, weil es ist dann meistens zu spät, wenn man hinterher sagt, das hätte ich auch tun können, aber den Betrieb gibt es nicht mehr. Also wir bitten die Bevölkerung von Vonsdorf und Umgebung, kommen Sie wieder in die Geschäfte, in die Betriebe, unterstützen Sie uns und wir werden viel Freude daran haben.